Ich möchte mit euch heute das Lego-Set Star Wars, den AT-TE Walker, mit euch anschauen. Das ist einmal die Nummer 75337. Kostet bei Lego 139,99 € und hat 1082 Teile. Bei Amazon kriegt man das momentan für ein paar Prozent, ich glaube 8% jetzt. Bei Lego selber ist es ausverkauft und bei einigen Läden auch. Und bei einigen Läden kriegt man die, glaube ich, für Neupreis. Also wenn ihr den unbedingt haben wollt, würdet ihr den schnell kaufen. Die sind alle total heiß hinterher wegen den Figuren. Dann gucken wir uns einmal den Karton an. Aber ganz viele Minifiguren auch dabei. Der Karton ist auch sehr schmal. Wir haben uns gewundert, dass überhaupt das Set drin ist. Normal in dieser Größenordnung kriegt man größere Kartons. Na, einmal die Funktion. Dann kann man den einen rausschieben. Da können wie viele Leute sitzen. Also das ist schon mal ein Pluspunkt. Am meisten kriegt man ja die ganzen Leute nicht unter. Einen Griff hat man oben, das kann man bewegen. Ja, ist das schon ein cooles Set mit vielen Minifiguren. Besonders der hier, Cody und die anderen 212. Klontrooper und einmal ein Gunner und dann noch ein paar Battle-Droiden. Ist doch schon cool. Viele Figuren. Ja, dann wollen wir mal sehen. Ich bin das Klemmsteinchen und dann gucken wir uns das schön an, das Set. So, hier haben wir den schon mal stehen. Kanone kann man hier komplett drehen. Eine eigene Achse. Bedruckte Teile. Man hat ja so kleine Schießdinger vorne dran. Man kann das eben wegschießen. Hat für einen Walker sechs Beinchen. Es steht hauptsächlich auf den vier äußeren. Die mittleren sind hauptsächlich Deko. Da stützt er sich gar nicht drauf. Hier ist ein schöner Griff. Da kann man ihn immer schon hochnehmen. Pendelt auch gut. Also. So, der hat auch kleinere Beine als die anderen. Aber das gucken wir uns nachher an, wie die zwei anderen aussehen, die wir haben. Da kann man zum Vergleich gucken, wie groß die sind und was die Unterschiede ausmachen. So, dann haben wir einmal hier auch noch, wie üblich, da schieben wir das bisschen mal nach hinten. Zwei Kanonen hier. Nochmal. Sind natürlich auch ein paar Aufkleber wieder dabei. Ja, farblich muss man wieder gucken. Passt natürlich wieder nicht. Hier vorne hat er vier von diesen Kanonen. Da hat er auch einmal dieses Cockpit. Das kann man hier so rausziehen. Dann haben wir hier den Sitz drauf, da kann man einen dann reinsetzen. Vorne so ein Gitter. Die Teile gehörten jetzt nicht dazu, die haben wir dran gebaut, weil das war so vorgesehen, dass man die Noppen so sieht. Ja, ist nicht ganz fest. Und das fanden wir schade. Bei den anderen war immer irgendwas davor und da war das einfach so offen. Und so sieht das natürlich viel schöner aus mit seiner Kante. Zwei Glasscheiben drin und da hat auch zwei Griffe. Und das kann man hier, das wird einfach hier so, na, sieht man das so, hier so reingeschoben. So, klack, da ist das fest. So, da wollen wir mal gucken, wie man das ausklappen kann. Das kann man einmal hier, ups, auseinanderbauen. So. So, da kann man hier ausklappen. Und die andere Seite natürlich auch. Ja, jupsa. Sieht er natürlich so aus. Dann können wir mal einmal kurz reinschwenken. Da haben wir auch zwei Plätze nochmal. Das ist ein Teil, was hier lose so drin liegt. Ach, hier oben, das kann man auch ganz aufklappen. Das ist also ganz toll. Haben wir viel Platz hier. Hier können zwei sitzen. Vorne natürlich ein Cockpit. Kommt der Gunner ja hin. So. Clip und Clips. Also super Technik. Wenn man das richtig aufmacht. Ich bin wieder so doof, ich mache das wieder anders auf. So, dann können wir hier das hier auch nochmal
Aber das wird hier. Ja, das. Ach, auch wieder so. Ja, dass hier immer alles anders aufgehen. So, hier auch. Und hier ist so besondere Technik. Hier so und so. Ach, wie nennen sich diese Pins? Da. Das wird dann hier so reingehakt und das finde ich cool. Das ist cool gelöst. So, da kann man das richtig aufklappen. Da hat man richtig eine große Fläche, wo fünf Figuren hier reinpassen. Das ist doch super. Eine kleine Tasse haben wir hier noch drin. Ich heb das mal ein bisschen an. So, können wir das besser angucken. Ja, einen kleinen Detonator. Also richtig viel Platz. Dass man mal endlich alle Figuren mal reinkriegt. Man kennt ja von eigenen Transportern, ja, da kriegt man keine Figuren rein. Oder wenn, dann haben die ein bisschen Luft unten rum im Weltall. Das ist auch nicht so schön. So. Aber ruckzuck zusammengebaut, also das ist schon cool. Ist auch schön kompakt, also ja, ein paar Teile fallen hier auch mal ab. Diese hier oben. Aber wenn man hier an Griff anfasst, dann kann man gut mitspielen. Ach, hier haben wir auch noch mal modifiziert. Da war vorher so eine Platte drin, also Fliese. Und da ist er jedes Mal rausgehopst. Na, ich muss gerade überlegen. Der Garner kommt hier oben rein. Bin ich ganz blöd jetzt hier. Also können ja auch da reinsetzen. Gucken wir uns den auch erstmal an. So. Ganz viele Figuren. Beinbedruckung. Das sieht auch cool aus hier. Ein Helm mit Loch. Dann kann man auch diese Visiere dran machen oder diese, ach, wie handeln die anderen Teile? Oh, ein Gesicht. Und nur eine Seite. Oh, das ist doch schon cool. Ein Helm auch noch mal. Oh, das ist schon cool aus. So, und den können wir hier oben reinsetzen. Und vorher war der so locker und dann, wenn man so gemacht hat, flog er mal raus. Und so kann man richtig festdrücken und da passiert nichts. Da kann man drehen, drehen, drehen und er bleibt drin. So, dann haben wir noch die anderen drei Klontrooper in Orange. Cool bedruckt, also so richtig gut aus. Na? Na? Haben wir auch Löcher am Helm. In optischem Orange, also. Ja, schon schick. Kann auch nochmal den Kopf gucken, aber ich glaube, das waren alles die gleichen Köpfe. Ja. So. Den können wir vorne hinsetzen. Ich nehme das mal hier auf. So, setzen wir den hier rein. Dann können wir ein bisschen die Ärmchen nach vorne machen, dass er ein bisschen lenkt. So. Kommt er hier wieder rein. Sit. So, ja, die anderen beiden sehen auch genauso aus. Ich glaube, die waren alle ziemlich gleich. Ja. Dann können wir die setzen wir mal hier hinten rein. Ja, hier sind auch noch Waffen drin von denen. Ne? Der auch noch mal hier. Ja. Den können wir hier reinsetzen. So, die hatten einer hatte einfach so ein, mal gucken. Den, der war da. Dann hat den und dann zweimal haben sie dieses große Gewehr dabei. Mit so einem Aufsatz. Das aussieht wie so ein Schalldämpfer. Ach nee, warum macht der das jetzt nicht? Ach, schade.
Ach so. Ja, jetzt guck. Ah. Können wir die eine auch. So. Wie sehen wir den Unterschied? So ein einmal, zweimal Schalter. Muss ich nur überlegen, wo der andere abgeblieben ist. Wo den reinstecken muss. Aber könnt euch das ja einmal zeigen, welche Waffe das jetzt ist. So, dann kommen die hier wieder rein. Jups. Dann wird das hier wieder zugemacht. Ganz easy peasy. So, und dann haben wir die ganz wichtigste Figur. Warum ist das Set auch so ausverkauft bei den meisten? Cody mit Visier. Ganz cool in Orange. Ne? So, ein bisschen hochklappen. Können wir ihn auch sehen? So. Der sieht doch cool aus. Orange Streifen hier am Helm. Na. Ja, der ist auch cool gemacht. Hat auch orange Arme. Ja, der ist auch cool. Von den Visieren waren auch ein paar Ersatzvisiere dabei. Also können wir die anderen auch damit ausstaffieren. Das ist schon cool. Die Figur ist echt cool. Da hat man auch lange drauf gewartet, dass die Figur mal wieder kommt. Ich glaube, die gibt es nur einmal. Die ist auch sehr teuer und beliebt. So, wo wollen wir den kleinen Cody reinsetzen? Den können wir hier ja mit reinsetzen. So. Muss da vorne sitzen. Pole Position. Ach so. Jetzt sind sie alle bereit zum Kämpfen. Jetzt kann es losgehen mit Spielen. Ja, echt schönes Set. Ist zwar ein bisschen teuer, 140, aber ja, teuer ist. Man muss umrechnen. Was man was für 100 Euro kriegt, so ein paar Puddelteile und zwei Figuren dann immer, die gut sind. Und hier sind super viele Figuren, die gut sind. Ach, die hier, die Battle-Droiden habe ich noch vergessen. Da sind drei Stück vorhanden. Also eins, zwei, und den dritten gucken wir uns nochmal an. Die müsst ihr ein paar bekriegen. Ja, einfach nochmal ohne. Ja. Also echt schön. Echt schönes Set. Dann haben wir noch die Gebrauchsanweisung. Mal kurz angucken. Ist auch ziemlich dick. Und das Bauen hat auch viel Spaß gemacht. Also von den Techniken auch wieder diese Aufhängung. Also nur am Anfang ist halt ein bisschen nervig. Da hat man dieses untere Gerüst und da sind viele Technikteile drin, dass man da lange dran baut. Aber wenn man nach und nach dann sieht, was da rauskommt, ist das so ein schön schöner. Ja, muss ich mal überlegen, sechs Tüten waren das. Hier ist auch mal erklärt und ja, und hier läuft dann Cody lang, je nach Baufortschritt. Ach ja, die Aufkleberbogen. Kann ich gleich nochmal zeigen, wo die alle waren. Ach, das Heft ist auch sehr dick hier. So. Da können wir so grob durchblättern. Und natürlich die anderen Sets hinten noch drin, die es gibt. Dann will ich mir den noch holen. Den habe ich schon reviewt. Da könnt ihr mein anderes wieder angucken. Den will ich auch noch holen, aber da warte ich noch ein bisschen Rabatt. Den habe ich. Das Ding gefällt mir gar nicht. Das sieht richtig klumpig aus und ist auch ziemlich teuer. Das holen wir nicht. Aber das wollen wir noch haben. Aber da warten wir auch noch auf einen guten Preis. Der Anfangspreis ist auch ein bisschen zu teuer. Ich glaube, 50 Euro kostet das Ding auch schon zu viel. Ja, hier ist noch alles erklärt, was man da machen kann. Ganzen Funktionen. Ja, das ist fertig. So. Ja, Aufkleber da. Hier, 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 hier.
Ja, eigentlich wiederholt sich das. Nee, ist ein schönes Set. Super viele tolle Figuren. Da lohnt sich das schon. Muss man halt ein bisschen mehr reinstecken. Da muss man wissen, ob das einem das wert ist. Ups, hau ich schon die Kamera um. Weil das Set so geil ist. Ja. So, jetzt haben wir unsere drei hier vor uns stehen, die wir haben. Also schon einmal Unterschied. So, einmal haben wir den aus 2008. Mit den roten Steinen und roten Aufklebern. Das ist auch der größte der Reihe. Kann man auch sehen, das ist ein ganz schöner Unterschied. Acht hat auch. Ah ja, der hatte 799 Teile. Man kann das obere Teil auch komplett drehen. Noch ein kleiner oben drauf sitzen. Oh. Könnte man das runterklappen? Das ist natürlich auch einer drin. Den haben wir aus der Kiste wieder ausgegraben. Da kann sein, dass da ein paar Teile noch fehlen. Müssen wir nochmal bei Bricklink gucken oder in unser Archiv gucken, was wir da noch haben. Also ist auch ein Riesending. Kann man auch hier aufklappen. Hier sitzen auch noch zwei. Ja, die haben auch nicht viel da unten. Die sitzen auf so einem Stuhl und mehr ist da auch nicht. Ja, hier kann man das auch aufklappen. So. Ja, einmal. Na, da hakt etwas. Ach, dann machen wir das runter. So, hier kann man auch. Das ist auch. Also, da hat auch sehr viel Platz drin. Das sind auch viele Leute. Also, das fast wie der neue, nur irgendwie viel größer. Also, muss man schon denken, bei den neuen. Der ist wie viel kleiner, aber man hat wie viel Platz da drin. Und sind natürlich auch mehr Teile. Hier sind ja auch viele Löcher drin, also nicht viel. So. Den neuen, dann haben wir den aus der Rebels-Serie. Den umgebauten. Das ist einmal die 7657. Da habe ich die Teilzeit leider nicht. Von 2016 erschien der. Also wird komplett umgebaut. Dann war auch die Figuren. Drax war das, glaube ich. Bei. Nee, Rex. Rex hieß. Ach, ich bin schon ganz bescheuert. So, die beiden. Da ist auch nicht viel Innenleben. Die kann man auch nicht ganz drum drehen. Ach, da war noch so ein Schießteil. Das geht nach oben auf. Auch einmal reingucken. Also, das ist auch cool gemacht. Da haben sie oben eine Plattform drauf gebaut. Also, da muss man die Serie sehen. Das ist muss. Wir haben uns danach auch das Set dann gekauft, aber gebraucht. Ja, hier hinten, das kann man glaube ich gar nicht aufmachen. Nee, leider nicht. Der hat auch so einen Griff. Haben also alle so einen Griff. Wir können ja einmal unten hier. Ach, hier ist eine kleine Tür noch. Aber wenn, dann konnte man die Platte, glaube ich, abnehmen. Ja, so war das. Haben sie so einen kleinen Raum. Ist nicht schlecht. Ja, das wieder drauf. Das lasse ich erstmal so. Auch hier so ein Haken noch. Das ist von der Größe eigentlich ziemlich gleich. Nur dass halt ein bisschen breiter ist wegen den Platten da. Oder zumindest sieht das nur so aus. Ne, sieht glaube ich nur so aus. Also der neue macht schon super Eindruck. Also zwar ist der rechte größer, aber da habe ich den neuen doch ein bisschen lieber, weil der sieht mehr nach der Serie aus. Der ist detailgetreuer als der hier. Da gab es auch früher tolle Figuren. Ich glaube, nee, da fehlen noch einige. Die müssen auch noch raussuchen. Fehlt hinten auch noch eine Kanone. Muss ich auch noch raussuchen. Aber wenn ihr wollt, dann kann ich den fertig machen. Komplett. Und dann mache ich da auch noch mal ein Review. Und von den anderen auch. Also schreibt in den Kommentaren, wenn ihr noch das so ein Video haben wollt. Und ich kann die neuen super empfehlen.
Also sofort kaufen, nicht so lange warten, glaube ich. Weil die wird schnell komplett weg sein, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob sie noch was nachproduzieren, aber ich glaube nicht mehr so. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.